17 Uhr im oberfränkischen Markt Redwitz. Rockerbabe Jule trifft die letzten Vorbereitungen für eine logistisch komplizierte Tour. Die Band Saltatio Mortis muss zu einem Festival an die Ostsee. So, naja, immer zu viel Zeug. Bei so wenig Platz ist das immer ein bisschen schwierig. So. Halbe Sachen gibt's bei mir nie. Es muss immer alles perfekt sein, weil sonst drehe ich durch. Also ich muss immer wissen, dass ich alles habe, sonst brauche ich auch nicht losfahren. Also es gibt Kleinigkeiten, wo ich sage, ich habe jetzt mein Handy, mein Ausweis, das habe ich alles dabei. Und wenn dann noch was fehlt, das kann man sich kaufen. Seit 9 Jahren kutschiert Jule Stars und Sternchen und legt auch hinter dem Steuer Wert auf gutes Aussehen. Das braucht man auch manchmal. Man ist ja dann doch mal eine Frau. Weil wenn die Haare, wenn ich es dann Pause gemacht habe und geschlafen habe, dann schaue ich mal aus wie ein Flederwisch, sagt man bei uns. Und da braucht es eine Mütze am Kopf. Ja, essen tue ich viel. Ich liebe es zu essen. Das ist echt immer witzig, weil jeder sagt, ach, du bist ja so klein und dünn. Ja, aber essen muss man ja trotzdem, auch wenn man klein und dünn ist. Das hilft ja alles nichts. Jule ist Juniorchefin des Familienunternehmens. Die 29-Jährige fährt fast jedes Wochenende bekannte Musiker und andere Künstler im Riesen-Nightliner souverän durch die Nacht. Diesmal ist Jule aber nicht allein unterwegs. Für eine 2500 Kilometer Strecke braucht Papa Herb, der die Band Saltatio Mortis sonst allein fährt, Jules Fahrtauglichkeit. Um 2 Uhr in der Früh soll es losgehen. Ja, ach ja, das Teil ist von Neoblau noch gekommen. Kannst du die noch einbauen, weil von den 5, 6, 8 gehen nur noch 2. Alles klar, ich kann. Weil sonst läuft der immer so trocken und dann. Das ist nur reingeklipst. Das kriegen wir heute noch auf die Reihe und die Stecker machen wir an, oder? Alles klar. Genau, okay, gut. Genau. Und dann, ja, passt eigentlich. Die Vorplanung ist abgeschlossen und es kann losgehen. 2 Uhr nachts, Startschuss für die Monster-Tour. Damit es keine Probleme mit den Lenkzeiten gibt, teilen sich Jule und ihr Vater die erste Strecke nach Karlsruhe. Betreutes Fahren. Betreutes Fahren, ja. Während der Fahrt nicht mit der Tochter sprechen. Noch bevor es richtig losgeht, bremst eine Baustelle direkt hinterm Depot das Busbabe aus. Scheiße, durch die Stadt ist die dümmste Idee der Welt. Ja, geht schon über den Bahnhof. Ja, aber es ist halt nicht geil. Ja, geil ist was anderes. Meinst du nicht, dass wir da durchfahren können? Nein. Aber es geht, Vater. Ja? Schau mal hin, wenn ich da gerade aus. Na, fahr doch. Ich zahle die Strafe nicht. Welche Strafe? Ja, das gleiche sehen wir, wenn das Blaulicht angeht. Ich sage, ich kenne mich nicht aus, ich bin nicht von da. Das ist schon zu Beleidigung. Das kannst du machen mit dem Auto. Oh. Ja, jetzt weiß, warum das gesperrt ist. Soll ich am Gehsteig fahren? Das ist die Bahnstrahl. Nee, fahr doch gerade durch. Schaffe ich das? Ja, also bitte. Du hast gesagt, das geht. Also hast du die große Klappe gehabt vor Jahren, nicht nur eine Hängereifen gehabt. Ja, eben, deswegen, ja. Deswegen sollst du nicht am Randstein rauffahren. Ja, fahr ich doch nicht. Du war doch gesperrt, das ist schön. Hast du nicht gelesen? Oh, oh, Vater. So, und jetzt? Fährst doch immer einen Randstein. Nee, das ist ja kein Randstein. Ja, ja. Meine Reifen. Ich fahr auch ganz langsam drüber. Deswegen stand da schön Durchfahrtsverbot. Der Nightliner ist Herbs ganzer Stolz. Er hat ihn selbst für die Band Saltatio Mortis gebaut. Während Juli die erste Etappe bis zum Fahrerwechsel in Bruchsal bei Karlsruhe übernimmt, ist auch Mitarbeiter Peter zeitgleich mit dem LKW auf dem Weg dorthin. Er ist Teil des ausgeklügelten Fahrerwechselplans. Im LKW wird später das Bühnenequipment der Band transportiert. Also ich werde am liebsten irgendwie losfahren, mit Bus oder LKW, ist mir ja wurscht. Nein, nein, LKW kannst du nicht losfahren, das geht ja nicht. Sonst muss ja der Peter Pause machen, das will ich ja nicht. Jetzt schauen wir mal, dass wir da in 4,5 Stunden runterkommen. Pause wollte ich nicht eigentlich machen. Ja gut, du könntest ja auch zur Not noch fahren, ne? Kein Problem. Pause machen wir nicht. Wichtig ist, dass wir heute um 8.30 Uhr am Autohof stehen, damit wir unsere 9 Stunden Pause haben. Ja. Ja, wir haben jetzt soweit die Tour durchgesprochen. Ist ja doch eine kleine Logistik dabei, wenn du 2 Fahrzeuge hast und 3 Fahrer bist. Da die Strecke 750 Kilometer beträgt und wir schon schauen, dass die Fahrzeiten und
Lenkzeiten, Ruhezeiten, alles eingehalten werden kann und auch muss, natürlich auch vom Gesetzgeber her. Aber sowas muss man halt planen. Und ja, sowas plant sich auf der Tour natürlich leichter als irgendwie im Büro zwischen Tür und Angel. Wenn du unterwegs bist, dann hast du da auch einen freien Kopf dafür. Klar, wenn Vater und Tochter zusammenarbeiten, dann läuft das Ding schon. Und da dem Papi ja das seine Hauptband ist und ich halt hier nur zweiter Fahrer bin, bin ich der Springer. Das heißt, ich springe von Bus zu LKW und wieder zurück. Und es ist auch okay. Busbabe Julia und ihr Vater Herb unterwegs in Richtung Bruchsal bei Karlsruhe. Hier wollen sie morgen die Band Saltatio Mortis abholen und zu einem Auftritt an den Weißen Häuser Strand bringen. Na ja, Julia, bist du fit? Ja, alles gut. Da werde ich mich hinten ein wenig bequemer machen. Mhm. Ein wenig Augenpflege. Schön, wenn die Füße ausstrecken. Wenn du magst, ich habe noch ein Kissen dabei zum Hinkuscheln, wenn du willst. Ja, mal schauen. Kannst du mal schauen. Ja, aber ich wenn denk, was ist, brauchst du ja bloß kurz durchklingeln. Genau. Ja. Aber ich denke, ich dürfte schaffen bis Karlsruhe alleine. Ja. Alles klar. Voll schön. Schlaf gut. Herb geht bereits seit über 10 Jahren mit Saltatio Mortis auf Tour. Damals war die Band noch ein Insider-Tipp unter Mittelalter-Fans. Nach 3 Nummer-1-Alben gehören sie heute zur Speerspitze der deutschen Rockmusik. Also den Bus hat mein Papa extra für Saltatio Mortis gebaut. Also sie sind ja echt den ganzen Sommer auf diesen ganzen Mittelalter-Märkten unterwegs. Jetzt dann die Herbsttournee. Frühjahrstournee, glaube ich, gibt es auch. Es kommt jetzt ein neues Album raus. Also gehen sie dann auch wieder auf Tour. Und gefühlt sind die jedes Wochenende unterwegs. Fast 100 Konzerte pro Jahr begleitet der Rocker-Papa. Mit Bus und Seele. Die meisten mit Saltatio Mortis. Klar, mein Dad gefällt es. Das ist so seine Welt. Da kann er abschalten. Also er sagt ja auch immer, er ist lieber unterwegs als in der Firma. Und die sind halt so eine eingeschworene Sippe. Da kannst du, wenn du ankommst, als Neuling, klar, kennen sie mich ja auch, aber das ist schon immer was anderes. 6 Uhr morgens. Jule ist seit 4 Stunden unterwegs. In einer halben Stunde ist ihre gesetzliche Fahrzeit zu Ende. Könnte knapp werden. Oh, meine Freunde. Lass ihr mich rein, meine Kumpels. Mein Tragerkollegen haben heute schlechte Laune scheinbar. Lass mich doch jetzt mal rein, Mann. Lassen Sie mich rein oder lassen Sie mich nicht rein? Ah ja, dann lassen Sie mich rein. Danke. Danke. Sehr leidend. Ja, dafür hassen uns die Lkw-Fahrer wirklich. Wir können halt noch ordentlich Kilometer überholen, wo die jetzt schon im Stau stehen. Und das macht natürlich satt Zeit aus, wenn du fast bis vorne hinfahren kannst, bevor die Baustelle kommt. Und dann haben die manchmal nicht so rechte Lust, so einen Bus reinzulassen. Verstehe ich schon auch. Ich glaube, ja, ich werde auch ein bisschen. Aber okay, das nennt man ja Reißverschlussprinzip, ne? Morgen wird es Jule am eigenen Leib erfahren. Dann wird das Busbabe für ein paar Kilometer zum Truckerbabe. Doch momentan hat sie ein ganz anderes Problem: Stau. Oh fuck, das wird nix. Oh fuck, da oben steht alles. Aha. Das so funktioniert halt so ein Einfädel-Dingens-System nicht. Oh Mann. Nee, das ist kein Reißverschlussverfahren hier. Da müssen ja die nach da und die nach da. Das funktioniert nicht. Was sagt er? Was bist denn du für komischer Typ? Also, ich habe ja nichts getan. Was hat denn der? Junge, 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 Junge. Der muss halt 5 Minuten mal eher aufstehen. Dann hätte er auch nicht so einen Stress. Junge, Junge, Junge. So, also das wird auf jeden Fall nichts mehr, dass ich da alleine runterkomme. Papa? Papa? Sattel mal die Hühner. Wir müssen dann noch gleich wechseln. Hm. Das ist so nervig. Also wir haben jetzt eine Fahrzeit von, kommt da auch schon um, 4 Stunden 20. Und wir haben noch 17 Kilometer. Jetzt muss ich wegen wahrscheinlich 18 Minuten
muss jetzt der Vater noch mal fahren. Das heißt, wir müssen noch mal rausfahren, Fahrerwechsel machen. Das dauert natürlich auch ein paar Minütchen. Ach, sowas nervt. Ay, carajo. Das heißt, wir müssen auch Autofahrer mal immer ein bisschen Rücksicht nehmen auf die ganzen LKW- und Busfahrer. Die stellen sich da jetzt nicht zum Spaß hin, weil sie sagen, ay, ist das schön, sondern weil halt einfach ihre Lenkzeit voll ist. Und dann müssen wir rechts hin, da gleich. Gleich da. Hier auf dem Parkplatz? Nein, da einfach am Streifen. Hier auf dem Parkplatz? Ja. Ah, okay. Geht ja eh nichts. Okay. Bevor wir mittendrin stehen. Das stimmt wohl. Machen wir einen Wechsel. Da musst du jetzt mal ran ans Steuer. Ja. Sehr gerne. Warte, ich mach schnell die Karten. Sowas ist immer wichtig, dass es einer zu Ende bringt, dieses Kartenwechseln. Weil vor allem bei uns ist es halt ein bisschen blöd, wenn du die Karten reinschiebst, dann steht der Nachname da. Nur ist halt leider blöd, dass wir beide mit Nachnamen Hanke heißen. Somit steht halt immer Hanke da und du weißt jetzt gerade nicht, welche Karte da drin steckt. Einmal die lieber. Ich hätte mir echt in Rosa bestellen sollen, aber leider gibt's sie nur in diesem wunderschönen Bad Boy Blau. Bad Boy Blau. Ich sag doch, nach Müde kommt um. Ja. Ach, gelesen, nicht, dass du doch nicht die falsche nimmst. Bad Boy Herbie rein in den Schacht. Also ich habe alles verstellt. Ich habe dir die Spiegel verstellt, ich habe dir den Sitz verstellt. Ist mir ganz klar. Außer das Lenkrad, das habe ich nicht verstellt. Ich bin gerade aufgewacht. Mhm. Ich habe nichts gemacht. Mhm. Muss noch warten, ne? Aber kannst du ja schon mal einrichten, Pavilein. Ja. Ich habe dir jetzt noch 16 Kilometer übrig gelassen. Ja. Hm. Dann lässt mich wenigstens einer rein. Auch einer, sogar PKW-Fahrer, denkt mal mit, dass ich wieder losfahren will. Herb übernimmt den Endspurt. Und Jule kann ihre vorgeschriebene Pause machen. Schlafen ist während der Fahrt nur im Sitzen erlaubt. Die kuscheligen Kojen sind tabu. Nach 20 Minuten kommt das Vater-Tochter-Team auf dem Autohof in Bruchsal an. Hier dürfen die beiden ihre neunstündige Ruhezeit verschlafen, sobald die Bettenaufteilung geklärt ist. Du nimmst das kleinere Bett oder ich kriege das lange. Ich bin ein bisschen größer als du. Du bist der Große und ich bin die Kleine. Ich gehe ins Loch. Und ja. Bis später. Bis später. Normalerweise habe ich vorne mein Räumchen, kann die Tür zumachen und bin für mich. Hier ist schon ein bisschen anders. Eher schwierig, aber ich habe wenigstens noch so ein Bett. Es gibt ja auch noch so ein Schlafkabinenbett hinten im Kofferraum für den Fahrer. Das ist noch grauenvoller. Von dem her, ich finde es okay. Mein Gott, ich schlafe eh wie ein Stein. Also mir ist es ja egal, ob jetzt da vorne, da hinten. Aber da vorne so als Frau an sich ist schon schöner, wenn man einfach alleine ist. Jo, dann gehen wir mal rein. So. Gute Nacht.